Ja, und wenn ich jetzt hier im Sektor Profitbrunnen bei den Teladi angedockt habe, werde ich mir aussuchen, was mir denn so am besten gefällt. Und da mir bei meiner vorherigen Erkundung dieses Sektors aufgefallen ist, dass hier eine Beta-Impulsstrahlen-Laserschmiede steht, die mir einen horrenden Preis zahlt für Erz. Zum Zeitpunkt, als ich angedockt habe, waren es 169 Credits. Fällt die Entscheidung nicht allzu schwer. Wir gehen auf die Erzmine. Ja, und nehmen die einfach mal. Erzminen werden hauptsächlich auf der Erzmine gekauft. So, das war's schon. So einfach war's. Etwas mehr Tutorial hätte an dieser Stelle sicherlich nicht geschadet, denn es ist schon fast unmöglich, von alleine herauszufinden, dass der Frachter, nachdem er einem bestätigt hat, dass er einem folgen wird, noch einmal angefunkt werden muss, damit er einem folgt. Denn beim vorigen Test war ich bereits an der Teladi Schiffswerft und habe mich gefragt, ja, warum kommt der Frachter nicht nach? Jetzt aber werden wir uns erstmal auf die Suche nach einem entsprechenden Meteoriten begeben, der ausreichend Erz für uns bietet. Wollen wir mal schauen, welcher das so sein könnte. Und der Teladi-Frachter folgt uns natürlich dorthin. Asteroid erfasst. Auch zur nächsten Siliziummine, die wir gleich sehen werden. Na, wo ist sie denn? Hier. Ein Asteroid ist ein genau. Mit Silizium kann ich in diesem Sektor sehr wenig anfangen, da es kaum Abnehmer dafür gibt. Deswegen weiter. Also fliege ich mal in die andere Richtung. Was ist hier so? Ein Asteroid ist eins der kleinsten. Ganz schlecht. Ihr müsst also immer schauen, die Ausbeute beim jeweiligen Meteoriten ist, und das kriegt ihr raus, indem ihr euch einen Mineralienscanner zulegt. Turbo aktiviert. Den solltet ihr also schon an Bord haben, zumindest dann, wenn ihr euch mehr auf das Handeln spezialisieren wollt. Aber von Wollen ist hier gar keine Rede, denn wer hier bei X Beyond the Frontier einen Auftrag erledigen will oder den Hauptauftrag, der muss ein natürlich... Ein Asteroid ist eines der kleinsten natürlichen Objekte, die man im freien Raum antreffen kann. Der muss natürlich kämpfen haben sie und handeln. Keine Gravitation. Also so ganz frei, wie es immer so beschrieben wird, einfach ihre Mineralien ist moderne Maschinen abzubauen. Nicht. Alle Silizium muss aber auch sagen, werden heutzutage Urhandel. Raumminen auf Asteroiden abgebaut. Ja, ein bisschen langweilig. Die Größe der also jetzt fliegen wir mal drauf los. Das ist der Meteorit mit dem meisten Erz. Ich habe schon ein bisschen vorher gesucht, damit es fürs Tutorial jetzt nicht so eine lange Rumfliegerei wird. So, und dann bremse ich doch mal eben runter. Ich glaube, das war ein bisschen zu langsam. Und funke meinen Frachter, der mich verfolgt hat, an. Wo der jetzt genau ist, kann ich entweder, indem ich hier so ein bisschen rumfahre, schauen. Piratenschiff erfasst. Auf der Map. Die hilft mir da auch ein bisschen. Aha, der ist also eher in die Richtung und da ist er. Teladi Schiffswerft Alpha erfasst. Also ich habe das mit der Map schneller machen können als mit dem Radar, weil dieser Frachter eben auf dem Radar nicht auftaucht. Doch er ist noch etwas zu weit weg. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als ein bisschen zu warten. In der Zeit erzähle ich euch, wie es danach weitergeht. Ihr werdet wahrscheinlich Zeuge eines wunderbaren kleinen Filmchens. Also, ihr könnt schon etwas gespannt Teladi sein. Albatros so, erfasst. Jetzt funke ich die an und sage ihm, wie können wir zusammen Profit erwirtschaften? Dass sie die Fracht dort abwerfen sollen, wo ich jetzt bin. Nämlich in der Nähe des Meteoriten, an dem ich gerade stehe, so 500 Meter davon entfernt. Wir laden nun ab. Ich wünsche Ihnen noch weitere gute Geschäfte. So, viel Spaß mit dem Filmchen.